Moin, meine Freunde, und willkommen zurück zu einem neuen kleinen Abenteuer Medieval Dynasty. Ich hätte schon Bock, so eine Sau nochmal abzuschlachten, aber lass uns mal. Ich will auch gar nicht so blutrünstig und böse wirken, wie ich sonst immer wirke, wenn ich meine Leute verhungern lasse, während ich mir selber den Wanz vollhaue. Sondern ich will nochmal lieb und gütig sein, und deswegen bauen wir heute die Schmiedestufe 3. Gott, war das ein Intro, hä? Naja, mal was Neues ausprobieren. So, wir bauen also heute 2 Schmieden. Dafür werden wir 4 benötigen. Aber das haben wir alles da. Ja, du, kleiner Rabauke. Wir haben leider, glaube ich, nicht so viel Gänse. Erstmal geben wir die Schlauchmütze ab. Ja, danke dir. Und dann machen wir hier weiter. Also, wir werden viel brauchen. Und zwar keine Bronzesichel. Oh, die wollte ich verkaufen. Ah ja, verkaufen wir beim nächsten Mal. Genau wie das. So, das haben wir schon mal. Der Holzhammer wird nicht reichen, das weiß ich jetzt schon. Ist aber auch nicht schlimm. So viel Bronze. Ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Also erstmal Bretter und Baumstämme. Ich glaube, dann viel Stein brauchen, ne? Wir haben unten die Schmiede auf Stufe 1 gelassen. Die machen wir jetzt auf Stufe 3. Dann können wir... Warte. Können wir da Eisen schmelzen? Ich bin hier gelandet. Oh, bald können wir die Schenke. Nur noch eine Frage der Zeit. Ja, starr besetzte Keule. Lass wir mal ausprobieren, ob die so gut im Kampf. Auf jeden Fall können wir jetzt die richtige Eisenarmbrust machen. Die kostet 1500 Ocken. Eisenaxt brauchen wir, Eisenmesse. Eisenhammer. Ja, gut. Wir wollten gucken, ob unten, ob unten die Produktion, das ist die Schmiedestufe 1, ob die schon Eisen machen kann. Kann die? Nicht. Doch, kann die. Sehr schön. Dann macht er nämlich nichts anderes außer Eisen schmelzen. Guck mal, wie viel effektiver das ist. Mach ich 21 Eisenbarren am Tag. 21 Eisenbarren. Hier kann ich natürlich in der Schmiede 2 aber kein Eisenwerkzeug herstellen. Oder?
Doch, ginge sogar theoretisch. Krass, wir können sogar in den alten. Ja, krass. Aber die werden wir jetzt eh ändern. So, Mine. Ich glaube, ich brauche zwei Eisenerz. Ich brauche am Tag 22 Eisenerz. Macht aber nur 10 Eisenerz. Okay. Das werden wir eben ein bisschen umändern. So, das passt irgendwie. Wir müssen mehr Leute hierfür suchen. Aber ich kann ja niemanden wegholen. Weder ein Holzfäller noch sonst wer. Ständer hat kein Material. Ja, der hat Holzbolzen verkauft, so ein Mist. Und der hat Eimer. Oh shit, du hast Eimer verkauft. Deswegen habe ich immer weniger Eimer gehabt. Und Steinäxte. Ja, gut. Muss ich mir jetzt was überlegen? So viel haben wir nicht, ne? Nee. Komm, pass auf, du machst sie weiter. Und wir produzieren jetzt, ja, gut. Dann brauchen wir die Schmiede 1 nicht voll ausschöpfen damit. Reicht, wenn die jetzt erstmal 5 macht. Dafür hat die dann, ist sie schon voll ausgelastet. Wo ist das? Bronze, Bronze? Ich will Bronzeschirm scheren. Eisenschuhschere? Da, Bronzeschuhschere. Machen wir noch Bronzeschuhschere. Wir haben ja noch irgendwie so 25 Bronze auf Lager. Komm, dann machst du die, dann verkaufen wir die und dann ist gut. Und da bauen wir jetzt. Das heißt, wir bauen jetzt die Schmiede Stufe 3 um. Oh, die Leute hungern, obwohl ich hier 30 Eintöpfe gemacht habe. Ich mag das Klopfen. Und zack. Oh, toll. Jetzt bin ich so voll, dass ich mich gar nicht bewegen kann. Das mag ich am liebsten. Komm schon. Ich glaube, wäre schneller gewesen, ich hätte was abgeworfen. Das wäre wahrscheinlich schneller gewesen. Ja, ich habe aber auch jetzt viel dabei gehabt. Ich glaube, so viel Baumstämme brauchen wir nicht. Komisch, die Schmiede ist auch offen auf Stufe 3. Finde ich jetzt aber gar nicht so blöd.
muss ich weniger bauen. Das Glas ist immer halb voll, Freunde. Immer halb voll. Und wenn wir Steine brauchen, ich weiß ja jetzt, wo wir welche finden. Ich dachte, das wird... Oh, wir müssen was essen. Ich glaube, ich sterbe sonst. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wie würdet ihr das jetzt beurteilen? Ah, mal schauen. Aber die Bretter mache ich hier noch rein vorher. Zack. Danke, Pferd. Du hast mir gut gedient, aber ich brauche dich nicht mehr. So, dann haben wir das. Das hier geht mir so auf den Nerven. Jetzt sieht es wieder schön aus. Schade, dass man nicht dekorieren kann. Obwohl ja hier schon schön dekoriert ist. Ah. So, das kannst du behalten. Und die Holzstämme. Und wir wollen dafür Stein. 2.500 Mücken. Aber ich glaube, mit dem Eisen, das ist der richtige Weg, Freunde. Das ist der richtige Weg. Wir werden jetzt gucken, dass wir aus dem Kupfer und so noch Zeug machen, damit wir das nächste Folge verkauen können. Ah ja. Ich habe ja versprochen, ich will was essen. Also, Kohle haben wir genug. An Makul mangelt es uns nicht. Aber wir hatten keine Karotten mehr. Wahnsinn. Wir haben alle 600 Karotten verkocht. Deswegen hatten wir auch diese Hungersnot, weil wir dann keine Ressourcen mehr hatten, die gekocht wurden. Seht ihr? Jetzt schwankt das immer so ein bisschen. Die kommen ganz knapp nicht hinterher. Aber dann baue ich ein paar Käse und dann sind die wieder für eine halbe Jahreszeit durchgestellt. Deswegen haben wir ja zum Glück so viel Quark. Eineinhalb Tage wird jetzt die Milch dann gelagert. Dann haben wir nächste Jahreszeit wieder 30 Quark, weil wir dann drei Eimer mit Milch haben. Also das passt gut. Die Kühe und die Ziegen zusammen, die geben schon ordentlich Milch. Das muss ich schon sagen. Das kann man mal machen. Und mit der Milch kriege ich die Leute auch gut satt. Vor allem irgendwann mal haben wir ja auch Brot und so weiter, was nebenbei gekocht wird. Da müssen wir sowieso mal gucken, ob wir den Käse vielleicht sogar verkaufen. So, ach, schon wieder ein Eimer mit Milch. Wahnsinn. So. Guck mal, dann sind die wieder glücklich. Wir können die Eimer loswerden, damit die die wieder voll machen können. Das waren die letzten beiden Eimer. Krass. Krass, ey. Wir müssen dringend mehr Eimer machen. Die Frau muss mehr Eimer machen. Oder der Herr. Es sind zwei Eimer. So. Es sind zwei Eimer, so. Achso, ja. Und jetzt wollen wir zu Ende bauen. Wir haben gegessen, die Leute hungern nicht und wir können jetzt eben die Schmiede Stufe 3 zu Ende bauen.
So, wir kriegen am Tag also 10 Eisen. Schön. Ach, wir müssen die Leute arbeiten lassen. Die können wir lassen. Aber die machen wir weg. Ich will Eisen. Und die machen wir auch weg. Da will ich auch Eisen. Also wir können 2 Eisenäxte am Tag machen. Eisen haben wir schon vergessen. So, jetzt machen wir ein bisschen Eisen, weil ich will mal sehen, wie schnell die was produzieren. So. So viel Bronze. Sieht mal so schnell aus der Puste, der arme Kerl. Hat schon echt ein schweres Leben. So. Und dann können wir eigentlich so einen kleinen Wirtschaftsschwung geben, indem wir in die Mine rennen und ein bisschen Eisen hacken. Vielleicht machen wir das in der nächsten Folge. Mal gucken. So. Und jetzt werfen wir hier Eisenbahn rein. Und jetzt müssen die anfangen, hier ordentlich Gas zu geben. Ach, guck mal, die machen doch hier ordentlich. Von der Menge wird das passen. 3 Äxte am Tag? Vor allem Eisenäxte halten ja so viel länger. Ein Hammer am Tag. Wenn da noch eine Eisenspitzhacke hätten. Müssen wir überlegen, wie wir noch ein paar in die Mine reinkriegen. Ah, wenn wir nicht so einen Holzmangel hätten. Aber das überlegen wir uns in der nächsten Folge. In der nächsten Folge, Freunde, überlegen wir uns, wie wir das Ganze machen. Jetzt gucken wir erstmal. Wir brauchen ein schönes Foto noch. Wahrscheinlich arbeiten die jetzt nicht. Weil schon Feierabend ist. Aber man kann ja nie wissen. Schön. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Gerne liken, gerne abonnieren und bis dann. Euer Toshi. Und genießt die Abend. Ciao.